Hallo und herzlich willkommen zu Teil 49 des Let's Plays GTA 4 mit Weakling-Praktikant Tommy. Und wir durften jetzt wieder in der Spur sein. Das Final Interview ist erledigt. Und ja, alles aufgeräumt sozusagen, was es an kaputten Folgen aufzuräumen gab. Was bleibt uns jetzt? Patrick McCreary und der andere, der Officer McCreary. Und der Little Jacob natürlich. Ich gebe zu, das war nicht das, was ich vorhatte. Das heißt aber, wir steigen auf jeden Fall aufs Taxi um und fahren mit diesem... Oh, okay. Ah, vielleicht weil das vordere schon besetzt... Nee. Wir suchen uns natürlich das Besetzte aus, alles klar. Und zwar machen wir das auch im Schnelldurchlauf. Großartig. Ja, den Jacob schlagen wir ja eigentlich immer in sportlichen Aktivitäten bisher. Also selbst im Pool, wo er uns total abgezogen hat, haben wir letztendlich gewonnen, weil er die Schwarze versenkt hat. Also falsch versenkt hat. Hey, where you going, man? To Morris Street, please. You got it. You got it. You got it. How you doing? Good, man, good. I was just enjoying some massive beat dancehall on the radio. Yeah, it's cool. Respect you. Bobby Khan is a hard man, you know. That sound is raw. Yeah. Him a the real selector, man. This incredible sound system. Only in Liberty City, yo. Man, music from the whole world come out here, massive sound clash, you know. I must be at the top notch, man. Top notch. Yeah, this city has some incredible music. Respect. Ja. Das unterschreibe ich mal so. Und auf geht's zum Dart. Ja. Sehr gut. So. Du bist dran. Tritt an die Linie. Wir brauchen die Triple 20. Ich sehe das Fadenkreuz schlecht. Ey, ich brauche echt mal einen größeren Monitor. Okay, aber besser als Jacobs war mein Wurf allemal. Jetzt haben wir 120. Eine 56 können wir auf gar keinen Fall erreichen. Ich versuche mal das Bullseye. Und, ja, noch 6 Punkte. Das heißt, mit dem nächsten oh Gott, ich kann überhaupt nicht reden heute. Mit dem nächsten Wurf können wir es schaffen. Mit der Doppel-3. Und zack. Ja. Ja, tut mir leid, Jacob, aber hier bin ich einfach der Meister. Nee, nochmal spielen will ich nicht. Can you take me back on my warm raster? Ja, klar. You might want to be more careful next time. Okay. Gut, also das war ja im Vergleich zur betrunkenen Autofahrt mit, Dwayne war das ja jetzt mal ziemlich easy peasy. Allerdings brauchen wir noch ein Auto für die Rückfahrt. Oh, Nico, echt. Polizei direkt dahinter. Step up. Don't be an idiot, friend. Und sieht er das? Nee, er sieht's nicht. Wo ist Jacob? Ach, der ist hingeflogen. Oh, alles klar. Also es würde sich dann wahrscheinlich anbieten, als nächstes zu Patrick McCreary zu fahren. Denn da... Ah, Francis heißt der andere. Genau, das war das F.
Also Patrick ist auf jeden Fall einigermaßen hier in der Nähe. Das sollte dann wahrscheinlich die nächste Mission sein. Und sonst einfach mal schauen, was noch passiert. Mit Roman wollte ich eigentlich auch nochmal ausgehen. Das haben wir, das haben wir ewig nicht gemacht. Und einmal links und da sind wir auch schon. Yo, good seeing you, Rasta. Und kriegen wir noch einen Plus? Ja, ich glaube, da war eins zu sehen. Ich guck mal gerade mir den Fortschritt an. Rein Interesse halber. Naja gut, Roman. Ja, 90% ist natürlich gut. Dwayne ist gut. Brucey halt, na, geht so. Wo ist denn der Jacob? 100%! Nice, das liest man doch gerne. Wer war nochmal? Packy? Achso, ah, Packy ist der Patrick. Da fahren wir dann jetzt hin. So. Auf geht's. Die letzte Mission für den war auf jeden Fall mit einer Menge Schießerei verbunden. Mal schauen, was er diesmal für uns hat. Was ist denn das für eine komische Strecke hier? Ach ja, ja, die Stadterkundungstour, von der träume ich ja auch schon seit Ewigkeiten. Aber ob das in absehbarer Zeit was wird, ich wag's zu bezweifeln. So the plan was, they were gonna hide the diamonds in the queen's ass. Oh, hey, Nico. Hey, Kate. Get your fucking hands off my fucking sister, boy. We're talking, not having casual sex, Patrick. I pray after the amount of practice you've had, you'd know the difference. Sure, I know the difference. One leaves you feeling sad and empty and alone, and the other's casual sex. Then I'm quite sure you and Mr. Nico here will have fun on your play date. Hey. Coming, Ma. You boys play nice now. For sure. Hey. Okay. Oh, we're gonna play real nice. They're clean as a fucking whistle. One previous owner. Yeah. Safely driven, ready for action. We got an opportunity, my boy. Yep, fortune favors the brave. Gotta make hay while the sun shines. So is you down, boy? Or is you out? Down for what? Down for robbing a thief. Robin Hood. Exactly, Robin fucking Hood. Who are you going to rob? The fucking mafia, boy. Yeah. Is the money good? What's the risk? Well, the risk is we all die a very slow and painful death. And the money is good, very good indeed. So you in, big guy? Or we're gonna have to kill you? Well, since you put it that way, I'm in. Right. Good. All right, right, all right. Let's go. Let's do this. Also mit der Mafia anlegen, das ist natürlich eine sehr gute Idee. Nee, warte mal, der Wagen, der nützt uns nichts. Wir brauchen einen größeren. Was ist mit dem hier? Ja, der ist okay. Ja, 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 tut mir leid, aber wir brauchen das Auto für einen Überfall. Aha. Die kennen wir doch, wenn ich mich nicht irre.
Calculating route. Please. Ah, das war ja klar. Das war ja klar. Management plan? You fucking guessed it. It's an Ancelotti operation. Ray tipped us off about a big payoff they just got. A fat cash payoff. Ancelotti's, huh? I can't tell none of those Watt families apart. Ancelotti's, Gambino's, Pecorino's. It's the fucking Pecorino's, man. We're working for them. Pecorino's a type of cheese. Pecorino's is a bunch of Guido gangsters out of Alderney. They're all mafia, though? Of course they are. Cosa Nostra and all that shit. Our family used to be bigger than all them mafia families put together. Back in the day, that is. Not this shit again. I heard this speech a million times. The McCrary's ran the city. People were scared to say their name, let alone come near their place in purgatory. Life was great. We were in charge. It's fucking true. I'd like to hear you tell Gerald that it's a boring story. My brother wouldn't take too kindly to that now, would he? You know that purgatory is called what it is because people were so scared of the McCrary's? Did you know that, Nico? It's called that because people found McCrary's story so fucking boring. Listening to them was like being in purgatory. Fuck you, Gordon. I'll fucking come back there and kick your fucking ass in a minute. I hear that Francis McCrary is your brother. Fucking Frankie, my brother. He may have a badge, but I tell you for a fact, he's as crooked as the rest of us McCrarys. More so. At least we ain't fucking hypocrites. Kate's the only decent one. I can believe that. You know Frankie, do you? I got a story for you if you do. Another fucking story. Shut up, Gordon. So, Nico. When Francis and Gerald was growing up, Frankie becomes an altar boy. He swears to this day that he wanted to serve the Lord. Jerry knows the truth, though. He only put on that cassock so he could pocket the change in the collection plate. Fact. That's Francis, down to a fucking T. I don't even know if he realizes what a crook he is. That sounds like the Francis McCrary I met. Das habe ich auch gedacht. Model community leader, my ass. You're just worried he'll start clamping down on you. Ain't you, Paggy? I'd like to see him try it. Not gonna happen with the things Jerry knows. Ach man, da werden wir uns bestimmt noch entscheiden müssen. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ja, ansonsten, ich zerbreche mir ja gerade ein bisschen den Kopf darüber, ob nicht vielleicht irgendein McCrary-Charakter bei GTA 3 aufgetaucht ist. Aber mir fällt nichts ein. Das werde ich auf jeden Fall mal recherchieren, weil das könnte ich mir echt sehr gut vorstellen. So, und gegen die Mafia, das ist natürlich auch mal eine nette Sache. Das dürfte ziemlich easy werden. Here we are, boys. Moment of fucking truth. Fuck, I'm dying here. All right, boys. If Ray is correct, then the money's going to be kept in the office in the main building. And there should be a boat docked out back for the getaway. Mm-hmm. All right, it's up and over the fence. Mm-hmm. Don't go too fucking far, Nico. Ja, geht ihr mal nicht zu weit weg. Da habe ich nämlich größere Sorge drum. Ah, Junge. Nachladen? Ja. Scheint keine Munition zu bei... keine Munition bei zu sein, die ich gebrauchen kann.
Irgendwo wird noch geballert. Go get a place ready. This Polak is going down. Oh. Sorry. All right, boys, let's go inside and find this money. Das ist ein Gegner? Ja, ne? Nee. Oh Mann. Ich bin echt so schlecht darin, das zu erkennen. Wo müssen wir denn reingehen? Ach, hier. Oh, was? Die Munition ist sauknapp. Ist das die Kohle? Ja, sehr gut. Okay, Kids, I got the cash. Looks like we're not the only ones after it. Oder sind das unsere Jungs? Boah, ich kann es nicht unterscheiden. Ich kann es nicht unterscheiden. Mist, Mist, Mist. Boah, was? Was, wo kommen die denn her, um alles in der Welt? Jetzt mal ganz im Ernst, die kamen doch aus dem Nichts jetzt, oder? Ah. Ah. Mann. Can you get us a car, man? I'm afraid these two idiots can't drive for shit. Fuck it, Mann. Echt. Ich werde mir das nochmal anschauen müssen. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab das wirklich nicht verstanden. Also meines Erachtens war da niemand mehr. Ich hab nicht verstanden, wo die jetzt herkamen. Ganz nebenbei glaube ich, dass ich auch in die falsche Richtung gelaufen bin. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall muss unser erstes Ziel der Waffenladen sein. Und da können wir, denke ich, diesen hier nehmen. Meine ich zumindest. It looks like you ain't too pleased with the date you've been taking them on, Patrick. You gotta learn how to treat a man right. Shut it, Cordo. Ray's giving us a tip-off about a big payment the Ancelotti's just got. We're all gonna do real well out of this. These places are messed up. I think this Ray guy's fucking with you. No one's fucking with me, Nico.
This is how things work here. The whole city's turning into a fucking theme park. Only places an honest criminal can make any money are these shitholes. I think they're fucking with you, Paggy. They're laughing at you. You think they're having a laugh with Gerald, Gordo? You think even these Alderney Guidos would have the balls to do that? Them Guidos use you for what they like. If the peg asked Gerald to wipe his ass, he probably would. Hm. Oh nein. Ich muss auf den Grünen achten. That don't mean shit. Fucking with us or not, these jobs pay the bills, don't they? The only thing they're doing for Gordon is keeping the bookies off his back for another week. How much you lose on that swingers game last week? That shit was rigged. I got screwed in the ninth damn inning. A guy who bats 150 hits a three-run homer. Bullshit. Don't go dropping too much green after this. If the Ancelotti's here, we've been... So. Feel free to browse, buddy, but don't try anything funny. So, Munition. Dringend. Eat me. So. Was ist das hier? Noch nicht verfügbar. Zu schade. Was ist denn das? Granaten? Ne, Molotow-Cocktail. Nein. Nein, 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 nein. Abbrechen. Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Gut, ich denke, wir gehen. Stopp, 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 stopp. Doch noch nicht. Ah. Was war das hier? Ist diese Waffe verfügbar? Ja. Ja, die kaufen wir. Nice choice. Classic, reliable, und mehr Munition. And attractive to the eye. Okay. Move. Ja, ich bin gespannt, ob das jetzt einen Unterschied ausmacht. War natürlich ziemlich dämlich eben, dass ich nur noch mit der Knarre rumschießen konnte. If that happens, the bookies will be the least of your worries. Don't trouble yourself about me, Packy. I'm sitting on my money. Not gonna throw it all to bookies like Gordon over here. I'm saving it up, so. I don't give a shit what you're doing with your cut. All I care about is you holding up your end on the job. You shouldn't save too much, Michael. You never know. You might get hit by a bus tomorrow. Nah, not St. Michael here. My cousin, Roman? He has this gambling problem as well. Can't have a dollar. Nein, ich fahre falsch. Spending it at the card game. Are these his dollars he's spending or yours? What's mine is his. We are cousins. Ich frage mich, ob das wirklich so ist in Serbien. Also das Cousin halt, also weiß ich nicht, Blutsverwandtschaft. Halt so wichtig ist. Cousin genauso wichtig wie Bruder oder wie auch immer. Ja. Ich wüsste da vielleicht auch, wen ich diesbezüglich mal befragen könnte. Da muss ich nur dran denken. Nur dran denken, ganz einfach. Jesus Christ! Ups. Ups. Ja, sorry, 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 Leute. Das war keine Absicht. Ich war eigentlich gerade zu begeistert von der Fahrt über die Brücke. Mir fällt gerade noch ein, ich könnte gleich Dwayne anrufen, dann schickt der Schläger vorbei. Vielleicht wäre das hier mal eine ganz gute Stelle, um das auszuprobieren.
und ich kann eigentlich auch Jacob nutzen, um Waffen zu kaufen. Oh Mann. Das ist halt, das gab es halt früher nicht, ne? In den anderen Teilen, die ich bisher gespielt habe. Jetzt fällt es mir sehr schwer, mich daran zu gewöhnen. Here we are, boys. Moment of fucking truth. You have arrived. Alright, boys. If Ray is correct, then the money's going to be kept in the office in the main building. Ja, so weit waren wir schon. Alright, it's up and over the fence. Don't go too fucking far, Nico. Alles klar. Hier war doch einer. Ist das einer von... Da, das ist gar keiner, das war ein Fass. Oh Mann, ey. Das war ein Fass. So, jetzt Dwayne anrufen. Oder lohnt sich das jetzt noch gar nicht? Machen wir gleich, glaube ich, oder? Ich muss auf jeden Fall jetzt mal versuchen, ein bisschen besser die Übersicht zu behalten. Echt nervig, dass die alle nach vorne laufen. Ich meine, ist eigentlich natürlich auch korrekt, aber macht es nicht leichter. Ich verstehe jetzt zum Beispiel nicht, wer von uns ist und wer nicht. Wenn ich das mal wüsste, würde echt schon viel helfen. Wer schießt denn hier noch? Ballert noch einer. Das habe ich ganz vergessen, dass ich hiermit auch näher rangehen kann. Fuck it. Michael ist tot. Was heißt das? Nein. Oh mein Gott. Michael's down. I'm ghosting. Nicht im Ernst. Nicht im Ernst, ach Mann. Fuck this!
Oh, das ist traurig. Das ist einfach traurig. Neues Auto schon wieder. Ey. Doch, ist okay. Ist okay. Jetzt muss ich eh wieder drehen. Calculating route. What the? Get whiplash here. Yards. Turn. I think you and me can just sit back. Das ist echt. Hab ich den vielleicht sogar erschossen? Ich kann das nicht ausschließen. Klar, ist absolut möglich. Ätzend. Super ätzend. Das mag ich wirklich nicht, solche Missionen. Ne, da habe ich echt schon genug mit mir selbst zu tun. Dann auch noch auf andere Leute zu achten. Das ist einfach zu viel. Genau, schießt noch auf sie. Jesus Christ! Oh mein Gott! Jesus Christ, ey, Mann. Fucking hell! Ja. Diesmal könnte die Mission tatsächlich schon vor ihrem eigentlichen Start hinüber sein. Aber es ist auch einfach ein ultra beschissener Wagen. Absolut nicht lenkbar. Here we are, boys. Moment of fucking truth. We ain't in a parade, Nico. All right, boys. If Ray is correct, then the money's going to be kept in the office in the main building. And there should be a boat docked out back for the getaway. All right, it's up and over the fence. Don't go too fucking far, Nico.
Let's go inside and find this money. So, ich rufe jetzt Dwayne an. Telefonbuch Dwayne. Hilfe. Dwayne, it's Nico. About that backup you offered, I need it. For sure. I'll get the crew over to you. Okay. Müssen wir jetzt auf die warten? Also ich sehe sie ja auf der Map. Also ich warte jetzt lieber erstmal. Denn wer weiß. Ich frage mich halt, ob die hier reinkommen auf das Gelände. Da laufen sie. Ja, sieht gut aus. Yo, what's cracking? I appreciate your help, guys. Remind me to thank Dwayne, okay? That's gotta be the office up there. Boah, ist das wieder unübersichtlich. Ist das unübersichtlich? Ich sehe nichts. Ich kann nichts erkennen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hier drunter quasi ist noch einer. Okay. So, aber wir müssen jetzt hier raus, ne? Das ist richtig. Hier raus. Gordon, Michael! You hold these boys back while me and Nico make a swim for her with the money. We'll see you back at the house, Becky. Try to keep the money dry, will ya? I don't know how my book is gonna be about. Wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Ich sehe kein Boot. Swimming for a day? Sure, my boy. There's the boat just out there. I'll race you. Okay. Jetzt gibt's hier noch die Schwimmlehrstunde. Das ist echt unglaublich. Can you drive a boat? You got to this fine country in a boat, didn't you, Nico? That don't mean I can drive one. Fuck it, though. I'll give it a try. Ja, das solltest du. Bring Packy in Sicherheit, okay.
alles klar. That was fucking beautiful. We did ourselves proud. My brother Jerry's gonna be fucking ecstatic. Providing the enchiladas don't figure out it was us, they ripped them off. Now don't fucking worry about it. This figure was another oh, one man. Of the five families. Shift us links. McCreary's are under the fucking radar nowadays. It ain't a problem. I hope you're right. For my sake, uh-huh. Shut up and think about the money. If that don't work, think about my sister. I tell you though, you're only getting your hands on one of those things, you maniac, and it ain't gonna be my Katie. I'll think about the money then. What a trooper. Okay. Oh, hallelujah. We did it. Top of the fucking world. Here's your share. Don't go spending it in the Italian restaurants. I'll see you soon, Becky. Und was kriegen wir? 8000, ja, okay. Ja, ganz ehrlich, das ist aber eigentlich auch das Mindeste. Denn wir hatten so hohe Kosten. Oh, ich wollte das Taxi. Na gut, hier sind noch mehr. Oh, Leute, das war eigentlich mal wieder eine traurige Folge. Drei Versuche. Aber so ist es halt. Immerhin, ich bin heilfroh, dass wir es hinter uns haben. Wahrscheinlich wird die nächste nicht einfacher. Und jetzt gehe ich ganz schnell abspeichern, bevor hier der nächste Irre bei uns anruft und irgendwas von uns will. In diesem Sinne bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zuschauen und sag... Nein, 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 nein. Nico, man, look, I ain't a pimp or nothing. What are you talking about, man? I'm saying, would you take my sister Was? Katie out for a drink or something? She nein, much, nein. We're starting to worry. She likes you, just as friends. I'm gonna send you a number. I'll give her a call, man, but I don't think she'll wanna see me. Trust me, she will. Call her, man. Okay, okay, okay. Das ist gut und jetzt ganz schnell speichern. Ich danke euch fürs Zuschauen. Kate, ich habe mir gedacht, dass sowas kommt. Finde ich gut. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald in Liberty City. Macht es gut. Ciao.